Kaum wird im April das Wetter schön, sind die Wespen wieder los. Nicht nur die, die stechen, sondern auch die, die fahren. Denn Wespen, so nennen sich die Vespa-Freunde aus Reda-Wiedenbrück St. Veit. Die bereiten sich gerade auf ihren Saisonauftakt, das große Anrollen am 22. April vor und sind gestern bei schönstem Sonnenschein schon mal Probe gefahren. Zwei Stunden zuvor. Ganz behutsam schraubt Terry Terhechter an seiner weißen Italienerin. 26 Jahre sind er und seine Vespa, wie er selbst sagt, schon ein Herz und eine Seele. Also meine Vespa ist ganz klar so die beständigste Frau in meinem Leben. Also eigentlich so meine Lady, aber ab und zu ist er auch eine Diva und zickt dann halt und will nicht so, wie ich möchte. Schon in wenigen Tagen findet das große Anrollen statt. Für Terry und seine Freunde der offizielle Start in die Saison. Deshalb verbringen sie viele Stunden ihrer Freizeit in der Werkstatt. Beim Fahren ist die ganze Arbeit, da sind sich alle einig, schnell wieder vergessen. Man fährt so ein bisschen runter, entspannt, ist mit Leuten zusammen, die man gerne hat, die einem ans Herz gewachsen sind. Und ist einfach ein super optimaler Freizeitausgleich. Damit ihnen ihre Ladies auch gehorchen, helfen sich die Freunde gegenseitig. Hilfe, die kann auch Matthias gebrauchen. Beim Anrollern ist er zum ersten Mal dabei. Was er hier am meisten schätzt, die Gemeinschaft. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich mit der Flex Hand habe, weil ich eigentlich kein Handwerker bin. Und da hilft dann der andere dabei. Das ist total gut, das macht echt Spaß. Und Gemeinschaftsgefühl, gegenseitig helfen, das gehört auch zu dieser ganzen Vespa-Club-Gemeinschaft. Absolut. Mit 16 Jahren hat Matthias seine erste Vespa gefahren. Für Pflege und Reparatur hat auch er schon viel Zeit und vor allem Geld investiert. Besonders eine Person hält ihm aber den Rücken frei. Ja, meine Frau ist da sehr, sehr tolerant und sehr verständnisvoll, was ich super gut finde, weil es geht natürlich auch eine Menge Zeit bei drauf, gerade so in der Freizeit, die man hat. Und die ist ja bei uns allen nicht wenig, weil wir haben alle Berufe und haben alle noch irgendwas zu machen nebenbei und so. Und ein verständnisvoller Partner oder eine Partnerin ist schon sehr wichtig dabei. Terry, Matthias und ihre Freunde fahren mit der Vespa aber nicht nur zur Arbeit und zurück. Regelmäßig planen sie auch längere Ausflüge. An eine Nacht in Holland vor einigen Jahren erinnert sich der 43-Jährige immer gerne zurück. Wir sind mitten in der Nacht durch Bölken wach geworden und haben auf einmal festgestellt, dass wir auf einer Schafweide gekämmt haben und um uns herum waren eigentlich nur noch Schafe zu sehen. Also wir waren mit 5 Leuten eingekesselt von diesen Tieren und war natürlich erst erschrocken, aber war ganz witzig. Und ja, das sind halt so Sachen, die man im Alltag so nicht erlebt. Bald wollen alle gemeinsam nach Norwegen fahren, neue Abenteuer erleben. Dort wollen sie einen Freund besuchen. Aber die Saison geht ja jetzt erst richtig los. Das große Anrollen ist, wie gesagt, am Samstag nach Ostern. Bis zu 140 Vespa-Liebhaber aus der ganzen Region und sogar darüber hinaus knattern dann mit ihren polierten Motorrollern über die Straßen rund um Reda-Wiedenbrück. Und wenn Sie gerne dabei sein wollen, der Vespa-Club lädt Sie ganz herzlich dazu ein.